Ach Gott, das war mein erstes Wahlplakat. Da sieht man, dass man doch auch älter wird. Und das war einer der größten Augenblicke in meiner politischen Laufbahn, als ich den Vertrag zur deutschen Einheit mit Lothar de Maizière und Günter Krause unterzeichnet habe. Und die Auseinandersetzung mit dem griechischen Finanzminister gehört zu den weniger erfreulichen Erfahrungen als Finanzminister. Das gehört zu meinen großen politischen Erfolgen, dass es gelungen ist, erstmals in der deutschen Geschichte den Bundeshaushalt ohne neue Kreditaufnahme zu fahren. Mein Name ist Wolfgang Schäuble und ich habe mich entschieden, noch einmal für den Bundestag zu kandidieren, obwohl ich schon lange dabei bin. Ich denke, dass in diesen Zeiten ganz großer Veränderungen es wichtig ist, neben dem Druck der Jüngeren auf Veränderungen, die dringend notwendig sind, auch ein wenig Erfahrung von Älteren einzubringen. Die Ortenau ist eine wunderschöne Landschaft und das wäre sie nicht ohne unsere tolle Landwirtschaft mit dem ganz reichhaltigen Obst- und Gemüseanbau. Und man sieht daran, wenn mit Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln verantwortlich umgegangen wird, dann ist Landwirtschaft der beste Umweltschutz. Jede stabile Freiheitsordnung ist auf gesellschaftlichen Zusammenhalt angewiesen. Und dazu brauchen wir lebendige Vereine, auch Kirchen, auch Gewerkschaften, vieles andere, weil nur so aus diesem unglaublichen Netzwerk das entsteht, was Miteinander in unserem Land möglich macht. Das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie. Und es ist eine wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bei allen politischen Meinungsverschiedenheiten, bei allem Streit, die Regeln eingehalten werden. Ich habe mir angewöhnt, wenn die Emotionen zu arg eskalieren, mit Freundlichkeit und Humor zu entspannen. Diejenigen, die sich da unten hingelegt haben, jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Die Jugend ist unsere Zukunft. Deswegen ist es so wichtig, dass sich möglichst alle junge Menschen in und für unsere Demokratie engagieren. Man muss ihnen nicht immer recht geben, aber man muss sie ernst nehmen, auf sie hören und sich mit ihnen auseinandersetzen. Wir leben in Zeiten unglaublich großer Herausforderungen und Veränderungen. Deswegen müssen sich alle, vor allem auch die Jüngeren, einbringen. Aber es braucht auch die Erfahrung der Älteren. Ich hoffe, dass aus meiner langjährigen Tätigkeit auch Vertrauen gewachsen ist. Deswegen bitte ich Sie um Ihre Stimme.